Aus dem Leben von Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur erschien in der Mitte des 16. Jahrhunderts in einer Familie von Brahmanas in der Gemeinde Radadesh im Bezirk von Nadia in Westbengalen. Als Kind studierte er Sanskrit-Grammatik und später die Bhakti-Shastras im Hause seines Guru. Während dieser Studien schon verfasste er drei Bücher: Bhakti Rasamrita Sindubindu, Ujjwala Nilamani Kirana und Bhagavatamrita Katha. Er stammt aus der vierten Generation von Schülern von Narottam Das Thakur. Er selbst verfasste einen Vers, in dem er seine Lehrer beschrieb: Sri Ramakrishna Ganga Charanam Natva Gurun Uru Premna Srila Narottam Natha Sri Gauranga Prabhum Naumi. Rama bezieht sich hier auf den spirituellen Meister von Vishwanath Chakravarti Thakur, Sri Radha Raman. Krishna bezieht sich auf sein Param Gurudeva, Sri Krishna Charan. Der Name Ganga Charan bezieht sich auf seinen Paratpara Gurudeva, Sri Ganga Charan. Und der Name Narottam bezieht sich auf seinen Groß-Groß-Großvater, spirituellen Meister Paramparat Para Gurudeva, Srila Narottam Thakur. Und das Wort Natha bezieht sich auf den spirituellen Meister von Srila Narottam Thakur, Sri Lokanath Goswami. Auf diese Weise brachte er seinen Lehrern bis hin zu Mahaprabhu seine Ehrerbietungen dar. Eine besondere Segnung erfuhr er durch eine Offenbarung in Bezug zum Kam Gayatri Mantra, die ihm Srimati Radhika selbst schenkte. Er installierte den Deity von Sri Gokulananda an den Ufern des Radhakund und verehrte den Govardhan Shila, den Mahaprabhu mit seinen eigenen Tränen benetzt hatte. Diesen kann man noch heute im Radha Gokulanandan Tempel in Vrindavan besuchen. In einem Traum bekam er von Sri Krishna den Auftrag, Kommentare zu den Büchern der Goswamis zu verfassen. Sofort begann er zu schreiben und wurde während eines Sturmgewitters, welches das gesamte Gebiet seines Aufenthaltsortes überflutete, auf wunderbare Weise geschützt, sodass weder er noch seine Bücher nass wurden. Um eine Kontroverse zwischen den Konzepten von Svakirvat, der verheirateten Liebe, und Parakirvat, der romantischen Gottesliebe, die sich unter den Schriftgelehrten der damaligen Zeit auftaten, zu klären, schrieb er zwei Bücher namens Raga Vartmachandrika und Gopi Premamrita. Es heißt, dass er sich dadurch unter den Gelehrten, die ihm in Bezug auf die Parakirbhav nicht zustimmten, Feinde schaffte. Diese wollten ihn sogar töten. Er ging täglich früh morgens auf den Govardhan Parigram. Dort wollten seine Widersacher ihm auflauern und ihn beseitigen. Doch plötzlich sahen sie ihn nicht mehr. Nur ein junges Vrajvasi Mädchen, das mit einigen Freundinnen Blumen pflückte, kam des Weges. Die Pandits fragten: Liebes Kind, gerade vor einer Minute kam ein großer Devote hier entlang. Hast du gesehen, wohin er gegangen ist? Das Mädchen antwortete: Ich sah ihn, aber ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Die Pandits wurden von der erstaunlichen Schönheit und Ausstrahlung des Mädchens bezaubert. Ihr Lächeln und ihre Grazie waren betörend. Alle Unreinheiten ihrer Gemüter verschwanden, und ihre Herzen wurden sanft. Als sie das Mädchen nach ihrem Namen fragten, antwortete sie: Ich bin eine kleine Dienerin Srimati Radhikas. Sie ist gerade im Hause ihrer Schwiegermutter in Javad
und schickt mich hierher zum Blumenpflücken. Danach verschwand das Mädchen, und an ihrer Stadt sahen sie wieder Srila Vishwanath Chakravarti vor sich. Die Pandits fielen ihm zu Füßen und baten ihm um Vergebung. Er vergab allen. Viele solcher transzendentaler Begebenheiten erfüllten das erstaunliche Leben von Srila Vishwanath Chakravarti Thakur.